Hi Leute, wir testen heute Lutendo und wie bin ich darauf gekommen, so einen Test zu machen? Und zwar hat mich die oder uns die Spitzhacken Gang angeschrieben. Ich zitiere: Hi, könnt ihr ein Video über Testerjob machen, wo man die Produkttests sieht, nachdem man verifiziert ist? Ich möchte gerne wissen, ob es bessere Angebote gibt, nachdem man sich verifiziert hat. Ja, es ist so, dass es gibt tatsächlich bessere Produkttests, die man machen kann, wenn man verifiziert ist. Ich habe auch direkt geantwortet. Das Video ist hier auch unter dem Video verlinkt in der Beschreibung. Und ja, also es lohnt sich zu verifizieren, wenn man denn vernünftige Produkte testen möchte. Jetzt kommen wir zu dem wichtigen Part. Danke euch weiter so. Und testet mal gerne Lutendo. Ähnlich wie Testerjob, nur strukturierter. Genau. Und dazu melden wir uns jetzt einfach mal bei Lutendo an und registrieren uns quasi und schauen uns das Ganze einmal im Überblick an. Und dann gibt es noch einen zweiten Teil, dann teste ich nämlich mal ein Produkt und guck mal, wie das Ganze abläuft. Weiter geht's auf meinen Laptop. Ja, und schon befinden wir uns auf meinem Laptop. Man kann hier sehen, ich bin auf lutendo.com/tester. Kostenlos und unverbindlich. Produkte testen und behalten. Jeden Tag neue Deals. Geld verdienen und Prämien sichern. Produkte aus allen Kategorien. Deals ohne Bewertungen. Und Prepaid-Produkte ohne Vorkasse. Und wir registrieren uns einmal. So, einmal ausfüllen. Und dann hier auf kostenlos registrieren klicken. So. So, die Registrierung war erfolgreich. Happy to see you. Dir wurde eine E-Mail mit dem Aktivierungslink zugeschickt. Das kennen wir ja schon. Dann gehe ich einmal auf mein Postfach. So, hier ist die E-Mail. Die ist auch direkt in der Werbung gelandet. Also auch unbedingt mal im Spam-Ordner nachgucken, wenn ihr die E-Mail nicht vermutlich nicht erhalten habt, ja. Könnt auch mal im Spam-Ordner oder in der Werbung nachgucken. So, dann klicken wir hier auf den Link. Und dann müsste auch schon unser Account genau erfolgreich aktiviert. Jetzt anmelden. Ganz normal mit den Daten, die wir gerade eingegeben haben. Das ist übrigens auch die E-Mail-Adresse, wo ihr uns auch gerne schreiben könnt, wenn ihr ein tolles Produkt habt und das mal von uns getestet haben wollt. Jetzt soll ich eine SMS-Verifizierung machen. Dazu gebe ich jetzt einmal meine Handynummer ein und klicke dann hier auf Verifizierung abschließen. Ich habe es direkt falsch eingegeben. Wir müssen, also wenn du jetzt aus Deutschland kommst, musst du mit 0049 anfangen. Und dann kommt gleich deine Handynummer ohne der 0 am Anfang. Also 0049, 172 und die restlichen Nummern halt, die ich dir nicht verrate. So, dann sollte ich eine SMS bekommen. Willkommen bei Lutendo, hier ist dein Verifizierungscode. Den gebe ich hier dann ganz normal ein, ja. Also das ist ja halt keine Hexerei. Enter oder hier klicken. So. Das lese ich mir jetzt mal kurz durch. Also alles nichts nichts Besonderes zu beachten. Also seid fleißig und hört auf zu schummeln. So, um fortzufahren, können wir Amazon-Profil hinterlegen. Das machen wir jetzt. Ah, bitte gib hier deinen Amazon-Account-ID ein. Solltest du nicht bereits angemeldet sein, melde dich hier an. Über, okay, nach Account. Okay, nach Account steht auch noch ein Punkt. Einfach den Rest hier kopieren, hier einfügen und speichern. Und dann müsste das auch schon klappen. So, noch keine Order-ID hinterlegt, keine Bewertung, keine Kohle. So,
gucken wir uns das mal hier Zuschläge. Ich glaube, da bin ich gerade drauf. Genau. Deals, Produkte und Social Deals gibt es hier. Ah, das sind die Produktdeals. Mal kurz gucken. Dann kann man hier noch filtern, das Ganze. In Social Deals gibt es auch. Google-Rezensionen, Google-Bewertungen, Autovermietung, Voting-Kampagne. Chat. Ich habe keinen Auftrag angenommen, deswegen gibt es hier auch nichts zu chatten. Ranking. Dein Ranking. Ja. Ah, hier bin ich mit meinen 100 Punkten. Hall of Fame. Ja. Dann haben wir hier eine Hilfefunktion, FAQs, E-Mail-Support, Testergeld für Zuschläge. Und Freunde werben können wir auch. Der Link ist selbstverständlich, ja, hier unter dem Video. Da wird jetzt auch nichts weiter stehen. So, dann kann man hier noch umstellen, die Sprache. Hier sind Einstellungen. Alles gut hier. Finde ich sehr nett. Ja, man kann seinen Account auch direkt löschen, wenn man davon genug hat hier. Und hier unten können wir auch unser Konto verifizieren mit Personalausweis. Genauso wie bei Testerjob. Das mache ich jetzt auch mal schnell. So, das war jetzt eine schwere Geburt. Jedenfalls für mich. Also eigentlich, wenn ihr am besten, ihr meldet euch übers Handy an und dann geht ihr hier auf Einstellungen und dann kommt ihr hier auf diese Seite per Handy und hier unter Kontoverifizierung klickt ihr einfach auf Datei auswählen und dann könnt ihr auch schon direkt auf eure Kamera übers Handy zugreifen und braucht einfach nur die Vorderseite. Einmal und einmal die Rückseite fotografieren. Bei mir war das jetzt aber so, dass meine Kamera anscheinend zu große Fotos macht, also zu qualitativ hochwertige. Du darfst nämlich nicht mehr als 2 Megabyte Fotos hochladen. Also einfach die Kameraeinstellung des Handys ändern oder per Paint zum Beispiel einfach die Größe ändern von dem Foto. Und dann dürften es auch schon unter 2 Megabyte sein und dann einfach hochladen. Also das Leichteste ist per Handy anmelden hier bei Lutendo, dann ein Foto machen, ein qualitativ schlechtes Foto, also das darf nicht zu groß sein. Also in den Kameraeinstellungen des Handys einmal die Qualität runterschrauben, Foto machen und hochladen. Das war's dann auch schon. Genau, was haben wir hier noch? Die Profile, Amazon-Profil, Google und Facebook-Profil. Google und Facebook habe ich jetzt natürlich noch nicht gemacht. Erstattungen. Bitte beachte, dass hier bei der Erstattung via PayPal Gebühren abgezogen werden können. Um dies zu vermeiden, verwende deine Bankverbindung. Und das mache ich jetzt erstmal nicht. So, im nächsten Video geht es dann darum, dass ich einmal meine Bankdaten angebe und meine ersten Produkte bestelle quasi zum Testen. Und ansonsten kann ich sagen, die Spitzhacken-Gang hat recht. Das ist strukturierter. Und die Registrierung war, also fand ich persönlich auch leichter. Bisher kann ich Lutendo 4 von 5 Sterne geben. Ein Abzug. Dafür, dass ich bloß 2 Megabyte große Fotos hochladen kann zur Verifizierung meines Personalausweises, war jetzt ein bisschen umständlich für mich. Ja, 4 von 5 Sterne ist ja auch nicht schlecht. Ja. Also ist echt gut, 4 von 5 Sterne. Wenn ich 4 von 5 Sterne vergebe, ist es echt gut.
Gut, ansonsten guckt euch mal den Kanal Spitzhacken gegen an. Ist natürlich auch hier oben oder da oben. Auch hier unten in der Beschreibung gibt es einen Link zu den Jungs oder zu den Mädels. Und in der Beschreibung gibt es natürlich auch einen Link zu Lutendo. Und ganz wichtig, Leute, abonnieren. Bis demnächst.